Ich habe versprochen, dass ich bei meinen Videos immer wieder mal auf einzelne Punkte eingehe, die mir bei der Auswahl von Unternehmen wichtig sind. Ich habe dazu in den letzten 30 Jahren mein Aktienbewertungsblatt entwickelt. Wer es noch nicht hat, Sie können es kostenlos über meine Homepage anfordern. Dieses Video kann natürlich kein Seminar ersetzen, aber ich versuche, die wichtigsten Punkte herauszuarbeiten. Und ein Punkt, der mir wichtig ist, wenn es um die Auswahl von Unternehmen geht, dann ist es die Dividende. Mir ist wichtig, dass Unternehmen Dividenden ausschütten. Ich bin ein Fan einer langfristig orientierten Dividendenpolitik, dass also Unternehmen über Jahrzehnte Dividenden ausschütten und diese Ausschüttungen über die Jahre immer wieder steigern. Denn damit zeigen die Unternehmen, dass ihnen die Aktionäre wichtig sind, dass sie auch in schwierigen Zeiten zu den Aktionären stehen. Und ich lebe ja selbst auch von Dividenden. Deshalb habe ich von Haus aus schon ein Augenmerk auf die Dividenden. Wobei die Dividende bei mir nicht ganz oben steht. Ganz oben stehen die Gewinne eines Unternehmens. Die Gewinne sind am wichtigsten. Die Gewinne bestimmen die Rendite von uns Aktionären. Aber mir ist es eben wichtig, dass ein Teil dieser Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dass also reales Geld vom Unternehmen auf das Bankkonto des Aktionärs fließt und nicht nur Buchgewinne ausgewiesen werden. Das ist ein Vertrauenssignal an die Aktionäre. Und ich bin ein Fan von knappen Mitteln. Denn bei den großen Aktiengesellschaften, da sind die Manager in der Regel ja Angestellte. Und wenn angestellte Manager zu viel Geld zur Verfügung haben, dass sie also nicht mehr hochrentierlich einsetzen können, dann kommen sie auf die tollsten Ideen. Dann werden plötzlich neue Bürokomplexe gebaut oder Managergehälter enorm erhöht. Also, da gibt es die tollsten Dinge, die in der Vergangenheit ja schon gezeigt wurden. Deshalb im Unternehmen sollten nur die Mittel bleiben, die auch wirklich hochrentierlich wieder eingesetzt werden können. Alles andere soll an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Es ist das Geld der Aktionäre und die können dann entscheiden, was sie damit machen. Ob sie es wieder im Unternehmen investieren oder in ein anderes Unternehmen investieren oder konsumieren, es ist ihr Geld, ihre Entscheidung. Ich weiß natürlich, dass es auch eine andere Meinung gibt. Es gibt die Meinung beispielsweise, dass bei hoher Eigenkapitalrendite gar kein Geld ausgeschüttet wird. Denn hohe Eigenkapitalrendite zeigt ja, dass das Geld, das im Unternehmen verbleibt, hochrentierlich eingesetzt wird. Nur wenn eben dann immer mehr Gewinne im Unternehmen verbleiben, dann sinkt die Eigenkapitalrendite automatisch, weil eben irgendwann Geld dann nicht mehr hochrentierlich eingesetzt werden kann und dann die Rendite immer weniger wird. Deshalb, ich bin ein Fan von Ausschüttungen, auch wenn damit Steuern fällig werden bei jeder Ausschüttung. Aber der Aktionär kann eben dann entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und im Unternehmen bleibt nur das Geld, das wirklich hochrentierlich investiert wird und damit auch eine hohe Eigenkapitalrendite erwirtschaftet wird. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen, wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir gemeinsam mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, verpassen Sie künftig kein Video mehr.